Wenn es das ist, was die Gerechtigkeit wollt, und die Rache ist mein. Auf geht's. Okay, okay. Euer Wunsch ist mein Begehr. Meine Waffe hat keine Wirkung. Meinen Freunden werdet ihr nichts tun. Ich warte auf euren Befehl. Was kann ich schneller als Jatika schnell platzieren? Ich muss wohl was anderes. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ihr habt es so gewollt. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Die Mörchenmörder sind hier, um im Kampf zu unterstützen, da hieß es. So wie es der Schattenmeister befohlen hat. Wir werden tun, was wir können. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Gut gemacht, Schurken. Ihr könnt jetzt gehen. Ich werde mich gemeinsam mit Talisa und Bodhi stellen, sagt Arcanis. Sobald die letzten von Bodhis Vampire getötet sind, öffnet sich die Tür, die in die Lagerstätte führt. Der abgestandene Geruch des Todes strömt die Treppe empor. Ah ja, darunter. Mhm. Ausgang zur Oberfläche. Ja. Jetzt müssen wir aber erstmal Keldorn. Ich bin bereit. Ein bisschen. Nun gut. Fehlt hier nicht einer? Oh ja. Hier können wir auf jeden Fall... Tun wir mal 4 Flöcke noch in den Rucksack. Ich war, was möchtet ihr? Der Vampir ist tot, aber die nicht. So. Ja, erzählt mir mehr davon. Ja, hier waren sie feste bei der Arbeit. Fragt keine große Herausforderung. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Das restliche Gebiet kennen wir ja eigentlich. Oh, hi Spinnies. Ciao Spinnies. Du bist eine Geisterspinne. Oder wartet jetzt der Rest schon unten auf mich? Na, kann gut möglich sein. Ich will aber gucken, ob sie hier was geändert hat oder ob sie wieder da ist. Oder ob hier nur Spinnen sind, die mich töten wollen. Nö, keine Spinnen, keine Gefangenen. Aber der Ionenstein ist wieder hier. Ich warte. Zauberimmunität klingt gut. Spinnenbrot. Hm. Hellgrüner Ionenstein. Der Träger erhält mir sein Sophie TV und... 10% Trefferpunkte, kein Rüstungsbonus. Und der da macht minus 1 auf die Rüstungsklasse. Minus 1 aufs ETW ist eigentlich gar nicht schlecht.
So, mehr Zauber für Immoren. Ja, was immer ihr wünscht. Ihr müsst eure Gruppe... Wenn ihr es wollt, fragt natürlich. Kurzes Quicksave, dann gehe ich mal doch den Rest ab. Also ja, darunter brauche ich nicht, weil da geht's in den anderen Teil des Dungeons. Wo wir das Buch rausgeholt haben. Und ich denke mal, das brauchen wir nicht nochmal machen. Ich finde es cool, dass hier alles wieder zugedeckt war. Oh. Was ist jetzt auf sie gewirkt? Ach, geschwächt. Ich bin bereit. Jawohl. Wie ihr wünscht. Hält aber nicht lange an. Ja gut, hier geht's nicht mehr raus, weil kein Ausgang mehr da ist, weil der eingestürzt ist. Ich war euer Wunsch, ist mein Begehr. Ja. Das heißt, die anderen beiden brauche ich mir auch nicht ansehen. Wisst ihr, ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Ja, soweit ich weiß, war hier drin in der Todeskammer noch etwas. Ihr wird lustig, dass die Vampire hier tot sind. Frag keine große Herausforderung. Ja, deine Todeskammer ist auf jeden Fall was. Mein Freund muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes zu sich. Muss wohl was anderes ausprobieren. Völlig wirkungslos. Ja, was muss wohl was anderes ausprobieren. So, die Vampire haben keinen Lebensentzug hingekriegt. Dafür haben sie Talisa fast tot geprügelt. Also machen wir mal eine Insta-Teilung. Euer Blut riecht aber sehr einladend. Eure Frechheit ist beeindruckend, Talisa. Es bringt euch nichts, da meine Herrin eine Taufe aus Blut und Schmerz für euch bestimmt hat. Ich warte. Keine große Herausforderung. Ja, machen wir den kalt. So, eine neue Genesung auf Keldon. Die hat geklappt, sie hat noch keine Abzüge. Oh, da bräuchte ich noch eine Genesung auf Minsk. Und ich schlage zu. Das Problem ist, Eri hatte nur eine. Yahira hat gar keine. Und Lisa hat ihre zwei jetzt schon benutzt. Fragt nur. Das heißt, ich muss gleich mal gucken, ob ich rasten kann. Hey, komm her. Du auch. Wisst ihr, so, sind wieder zwei weg. Und Falle zugeschnappt und wir sind tot. Okay, das ist halt nicht so einfach in diesem scheiß Fallenteil da. Keine
große Herausforderung. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Könnten wir nicht wieder eine kleine Rast anlegen? Hat das etwa wehgetan? Handschuhe und noch mehr Flöcke. Was sind das denn für Handschuhe? Welche, die wir nicht identifizieren können, da wir gerade nicht rasten können. Ihr könnt jetzt nicht ruhen. Mhm. Ich könnte jetzt wirklich ein wenig Ruhe vertragen. Oh, könnte sich bitte jemand um meine Wunden kümmern? Ja, kümmere dich selber drum. So, wie machen wir das jetzt mit der Rast? Nun gut. Ja, nehme ich mal nicht an, dass wir da unten rasten können. Ihr zeigt mir wohin und ich schlage zu. Ja, was immer ihr wünscht. Und ich will nicht unnötig riskieren, dass Minsk Erfahrungspunkte flöten gehen, dadurch, dass er den Stufenverlust hat. Weil das habe ich nie kontrolliert, ob man durch den Stufenverlust auch keine Erfahrungspunkte kriegt. Ihr müsst kriegt. Eure Gruppe erst sammeln. Wenn ihr es wollt. Deswegen gehen wir in die Nachbarkrypta. Können wir nicht, dann ruhen wir uns draußen aus. Wenn es das ist, was ihr wollt. So. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln, bevor ihr das Gebiet verlassen könnt. Harry. Entflucht mal Minsk. Und Minsk. Ich glaube, ein paar Erfahrungspunkte sind in Flöten gegangen, aber nicht so wichtig. Fragt nur, euer Wunsch. Ihr müsst eure Gruppe. Keine große Herausforderung. So, das heißt, wir können nach unten, wo hoffentlich der Rest von meiner Truppe auf mich wartet. Also mein Meuchelmörder, Drizzt und mein Paladin. Amy ist jetzt hier natürlich wieder erschöpft. Was aber halb so wild ist. Ihr müsst eure Gruppe erst sammeln. Ja, es sind alle drei da. Meine Beine tun mir weh. So viel bin ich noch nie in meinem Leben. Hier ist es einfach zu unheimlich. Ich möchte hier weg. Kleine Rast einlegen. Ja? Vorsicht, Talisa. Diese Falle ist zwar hochwertig, aber sie ist mir dennoch nicht gewachsen. Verstanden. Oh, er hat mir gerade die Falle entschärft. Was möchtet ihr? Das war sehr nett von ihm. Dafür ist da jetzt eine Falle zugeschnappt. Okay, Blutpools, die wir reinigen können. Und hier wird es nun also enden. Willkommen. Ihr wart sehr erfinderisch bei eurer Suche nach mir. Allerdings habe ich auch keinen Umweg gemacht, um mich zu verstecken. Ihr hättet euch mehr Mühe geben sollen. Wir haben die Verpflichtung, euch zu zerstören, falls ihr noch mehr Gründe bräuchtet. Wie schade, dass Simone nicht bei euch ist. Sie ist zu einem nichts verkümmert, wie es ihr vorherbestimmt war. Oder habt ihr sie aus ihrem Elend erlöst? Das ist nicht sehr wichtig. Imon ist hier. Ich bin sicher, dass die Gründe für euer Kommen alle sehr wichtig sind, für euch sind. Erspart mir die Langeweile, sie mir anzuhören. Ich bin wegen der Rindlotatorn gekommen, Bodhi. Dieses Mal werdet ihr mir nicht hinkommen. Ich werde mich dafür rächen, was ihr mir und Imon angetan habt. Ihr werdet für eure Verbrechen zahlen. Als ob die Verbrechen, die ihr gegen mich begangen habt, nicht genug wären, habt ihr auch noch eine ganze Stadt der Elfen in Gefahr gebracht. Für euch gibt es einen Entkommen, euer Mampir. Ich werde euer schwarzes Herz durchbohren. Nehmen wir mal die drei.
Ihr helft diesen verräterischen Elfen. Sie verdienen alles, was ihnen geschieht und mehr. Sie werden sich uns sogar dann nicht nähern, wenn wir sie vernichten. So arrogant sind sie. Lasst sie aus Furcht davor erzittern, dass sie zwischen mir und Irenikus sterben werden. Sie würden uns nicht einmal als sich gehörig anerkennen. Und jetzt werden wir sie alle begraben.